Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch vom Winde verweht in der Collector's Edition alle weiteren Informationen zu diesem Film und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Film findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Vom Winde verweht, das Ganze aus dem Jahr 1939. Wir haben hier mal wieder eine Edition aus dem Bereich Film. Ja, das ist es, vom Winde verweht in der Collector's Edition. 4 Discs befinden sich hier drin. Wir haben hier oben einmal die Überschrift Preisträger von 10 Oscars, einschließlich bester Film 1939. Dann die beiden Produzenten und dann lesen wir hier noch vom Winde verweht, 4 Disc Collector's Edition und dann haben wir hier noch diesen Sonnenuntergang. Auf der Seite ebenso bedruckt und auf der Rückseite kriegen wir hier erklärt, was sich hier drin befindet. Also Disc 1 und 2 ist der Spielfilm an sich. Und dann haben wir die Disc 2, die Entstehung des Films. Und Disc 4, die Schauspieler. So, wir haben hier also jede Menge Bonusmaterial. Der Film an sich dauert 224 Minuten. Also wahrscheinlich dann alles zusammen mit Inhalten, mit Bonus und so weiter und so weiter. Also das sind dann knapp 4 Stunden. Dann haben wir hier noch die Credits, das Ganze ist ab 12 Jahren und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal rein. Das Ganze lässt sich hier aus diesem Schuber rausziehen. Das ist dann die eigentliche Box. Sieht auch wieder genauso aus wie das Cover des Schubers. Hier hinten dann nochmal die genauen Oscar-Auszeichnungen aufgelistet. Okay, so, wir schauen rein. Das ist die erste Seite. Hier haben wir einmal den Film an sich plus die ganzen Kapitel aufgelistet für beide Teile, also für Teil 1 und Teil 2 des Films. Dann haben wir hier auf der Disc 3 Specials, also die Entstehung des Films, so Making of quasi. Dann schauen wir weiter rein. Hier ist dann Disc 4 beschrieben. Auch hier wieder alles mit Kapiteln, die Schauspieler. Also hier haben sich unterschiedliche Schauspieler eben zusammengefunden und erinnert, wie es damals war oder wie der Film entstanden ist und so weiter. Ja, und dann haben wir hier Folgendes. Einmal haben wir hier links ein Booklet eingesteckt. Vom Winde verweht lesen wir hier. Dann geht es hier los mit so Gemälden. Dann werden hier die einzelnen Hauptdarsteller vorgestellt. Hier ist dann der komplette Cast und natürlich alle Beteiligten aufgelistet. Und hier gibt es dann Produktionsnotizen, solche Grafiken. Dann werden hier noch einzelne Rollen näher beschrieben. Ja, also einfach jede Menge Hintergründe zu den einzelnen Charakteren, aber natürlich auch zum Film an sich. Das hier in diesem Booklet. Hier haben wir dann noch einmal das Haus und dann hier die einzelnen Discs. Also das ist die Disc 1 mit dem Film, dann Disc 2 ebenfalls mit dem Film, Disc 3 mit der Entstehung, also mit dem Making-of und Disc 4 dann mit den Infos mit Schauspielern. So, und in der Mitte haben wir dann noch, wenn wir kurz diese zwei Discs rausnehmen, ein riesen Bild. Hier eine Szene des Films, hier wird getanzt und das ist hier eben hinter den DVDs verborgen. Gut, das war's soweit zu dieser Edition. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Edition befindet. Wir haben hier das Booklet mit dabei und die 4 Discs. Einerseits der Film auf 2 DVDs verteilt und dann eben die beiden anderen DVDs mit Bonusinhalten, dem Making-of und dieser Erinnerung der Schauspieler. Jawohl! Das alles in dieser wunderbaren Edition vom Winde verweht in der Collector's Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Film bzw. dieser Edition? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr den Film feiert, falls ihr vom Winde verweht unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.